Ja, grüß euch Freunde bei Wolfsbike und Tour TV. Heute reden wir mal wieder über Reifen, und zwar über den T32 von Bridgestone. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Gut, bevor ich anfange, muss ich was in eigener Sache loswerden. Leute, ich kriege so viele Zuschriften über persönliche Reifenfragen, ob ich den empfehle oder den empfehle, ob ich finde, dass der besser ist oder der besser ist. Ganz ehrlich, ich kann das alles nicht mehr beantworten. Das ist schon viel zu viel geworden. Genau aus dem Grund habe ich ja auch letztes Jahr zwei große Videos gemacht mit unzähligen Reifenempfehlungen für die Reise Enduro. Ich blende euch die da oben ein. Und seid mir nicht böse, dort solltet ihr eigentlich die Antworten finden auf eure Fragen, weil was anderes, als ich dort gesagt habe, kann ich euch ja sowieso nicht schreiben, weil dann wäre es ja unseriös. Und wenn ihr damit wirklich nicht auskommen solltet, dann noch ein kleiner Tipp, stellt die Frage vielleicht an die Bike und Tour Community, das kann man auf Facebook machen, dort sind wir auch schon gute 7000, da wird der eine oder andere vielleicht seinen Senf dazugeben können. Schreibt es bei den Videos unten drunter, auch da wird sich vielleicht der eine oder andere bemüßigt fühlen, seine Erfahrungen dort kundzutun, mithelfen mit seinen persönlichen Erfahrungen, weil Reifensachen, das sind immer persönliche Eindrücke, persönliche Erfahrungen. Ich selber habe auch nicht die Gescheitheit mit dem Löffel gefressen. Auch ich bin natürlich von subjektiven Einflüssen geprägt, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt ja sowieso da keine wirklich streng objektiven Maßstäbe meiner Meinung nach, sondern was ganz, ganz wichtig ist bei einem Reifen, ist, dass ihr euch wohl damit fühlt, dass ihr Vertrauen damit habt, weil sich beim Motorradfahren da auch sehr, sehr viel im Kopf abspielt. Es gibt prinzipiell keine schlechten Reifen mehr, es gibt eigentlich nur den richtigen oder falschen Reifen für dich, und mit meinen Videos versuche ich euch ein bisschen dabei zu helfen, das herauszufinden. Letztendlich wird aber jeder selber seinen richtigen Reifen finden müssen. Aber jetzt genug geschwafelt in eigener Sache. Gehen wir zum eigentlichen Thema des heutigen Videos, zum Bridgestone Battlex T32, der Nachfolger des T31. Da muss man mal prinzipiell dazu sagen, seit Bridgestone nicht mehr in der MotoGP tätig ist, ist das gut für uns Endverbraucher, weil sie noch immer mehr Ingenieure als vielleicht nötig beschäftigen deshalb und die da jetzt ganz einfach mehr Reifen entwickeln für uns. Das hat sich in den letzten Jahren bei den Reiseenduros ausgewirkt, zum Beispiel mit dem AX41, das ist schon dem S22, der für mich ein wunderbarer Hypersportreifen ist, zugute gekommen, und jetzt auch dem T32, dem Nachfolger des T31. Vom T31 habe ich ja auch ein Video gehabt. Was ist anders geworden? Ich habe das Vergnügen jetzt gehabt, diesen Reifen gerade jetzt eine Woche mit der Yamaha Tracer 9 GT zu fahren und davor schon in Spanien auf der Kawasaki Versys 1000 SE beim Gromride, und dort waren wirklich Kurven ohne Ende, dort sind wir ziemlich flott unterwegs gewesen, da war es auch sehr, sehr heiß, und da hat mich der Reifen wirklich beeindruckt. Wenn ich den Vorgänger kurz anspreche, das war schon ein sehr guter Tourenreifen, dem aber für mich die Sportlichkeit ein bisschen gefehlt hat. Das heißt, der ist dann wirklich, wenn es spitz auf Knopf gegangen ist, bei der Pässe hat es von der Stabilität und auch vom Grip nicht ganz auf höchstem Niveau der Konkurrenzprodukte gewesen, und im Nassen, im Regen hat er mir persönlich nicht ganz das Vertrauen vermitteln können, das andere Reifen heutzutage sehr wohl bieten. Und in diesen beiden Punkten hat der T32 gegenüber dem Vorgängermodell, gegenüber dem T31, merkbar zugelegt. Das kann ich gleich einmal verraten. Ich bin zwar größtenteils bei gutem Wetter damit gefahren, bei schönem Wetter damit gefahren, bin aber auch zweimal in den Regen gekommen, und zwar einmal richtig ordentlich. Und da habe ich überhaupt keine Bedenken gehabt, mit diesem Reifen relativ normal zu fahren. Das ist neben dem erhöhten Silika-Anteil des Reifens jetzt auch dem neuen Profil zu verdanken, mit diesen neuen Strömungskeilen, so kleinere Keile zwischendurch, die Bridgestone Pulse Groove Technik bezeichnet, und die für einen besseren Wasserablauf sorgen sollen. Und ich habe das in der Praxis als sehr, sehr gut empfunden. Ihr kennt ja das mit der Zwei-Gummi-Mischung, natürlich hat auch das der T32, das heißt in der Mitte eine
härtere Gummimischung für Laufleistung und an den Flanken eine weichere Gummimischung für besseren Grip, für das bessere Handling. Und gerade Grip und Handling sind die Stärken dieses Reifens. Das habe ich wirklich sowohl in Spanien beim Gromride auf der Kawasaki wie auch jetzt hier in Österreich so richtig auskosten können bei kurvenreichen Strecken. Das ist wirklich eine Freude, wie präzise dieser Reifen einlenkt, wie spurstabil man ihn durch die Kurve ziehen kann. Also das ist wirklich ein vertrauenserweckender Reifen für mich. Also kratzende Rasten sind da ständige Begleitmusik und du hast trotzdem jederzeit genügend Grip, um den Reifen beim Rausbeschleunigen aus der Kurve hinten wegschmieren zu lassen, wie das beim T31, beim Vorgänger, doch immer wieder mal passiert ist. Da musst du schon recht offensiv fahren, also da musst du schon ordentlich Stoff geben. Geht natürlich, hat natürlich in letzter Konsequenz nicht ganz den Grip des S22, aber in dem Punkt spielt der Bridgestone Battlex T32 jetzt auch in der obersten Liga der Sport-Touring-Reifen. Der Reifen besticht wirklich durch ein wunderbares Handling, er lenkt einfach ein, er bleibt stabil, wie gesagt, eben auch bei schnelleren Passagen, also auch beim richtigen Anrauchen, hast du da nie das Gefühl, dass der jetzt irgendwie unrund wird. Natürlich wird ein reiner Sportreifen da immer ein bisschen mehr bieten. Du hast ja doch ein merkbares Profil bei dem T32. Aber ich finde ihn einen wunderbaren Kompromiss für die Reise. Punkto Laufleistung kann ich natürlich nach einer Woche auf der Tresa und 2 Tagen mit der Kawasaki nichts Schlüssiges sagen, das wäre unseriös. Wenn ihr da schon Erfahrungen habt, schreibt es unten in den Kommentaren bitte rein, das wäre wirklich interessant. Da soll er ja auch zugelegt haben. Was Bridgestone noch verspricht, ist ein um 7% kürzerer Bremsweg im Nassen. Das habe ich nicht überprüft, aber das glaube ich, weil ich ganz einfach gerade im Nassen wirklich zu dem Reifen jetzt viel mehr Vertrauen aufbauen habe können als zum Vorgängermodell. Aber ob die Prozentangaben jetzt stimmen, das sei dahingestellt. Da müssen die Ingenieure immer irgendwas angeben. Prinzipiell ist es ein Reifen für all jene, die auf Tour gerne auch einmal flotter unterwegs sind, die natürlich auf der Straße bleiben wollen, denn es ist ein Straßenreifen. Ich bin damit natürlich auch die eine oder andere Schotterpassage gefahren. Geht natürlich, solange es trocken ist, solange es nicht so grob ist. Aber du merkst schon dort bei den rumpeligeren Passagen, dass er natürlich nicht diese Karkassensteifigkeit hat, wie zum Beispiel der A41. Also da macht es dann schon Sinn, wenn ihr regelmäßig mit eurer Reise-Enduro auch die befestigten Wege verlässt, dass ihr euch einen Reise-Enduro-Reifen nehmt, wenn es eben straßenorientiert sein soll und von Bridgestone dann eben den A41, den erwähnten, der vom Profil jetzt auch nicht unbedingt der prädestinierte Offroad-Reifen ist, aber der durch die härtere Karkasse da ganz einfach mehr Stabilität bietet. Wenn ihr aber auf der Straße bleiben wollt, wenn ihr einen Reifen haben wollt, mit dem ihr bei jedem Wetter gut und sicher unterwegs seid, mit dem ihr auch gerne mal anrauchen wollt, dann ist das eine gute Wahl. Nicht umsonst ist das ja auch immer wieder interessant für Reise-Enduro-Fahrer, die ganz einfach hauptsächlich oder nur auf der Straße fahren. Es gibt ihn deswegen auch als 19 Zoll Vorderrad, zum Beispiel für die BMW GS. Also es ist ein wunderbarer Tourenreifen, der jetzt wirklich auch zu den Besten in der Klasse zählt und der mir persönlich sehr gut gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Schreibt es in den Kommentaren eben unten rein, ob ihr ihn schon gefahren seid, was ihr so gern aufzieht auf euren Motorrädern. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ganz, ganz wichtig, hört es noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, abonniert nicht nur den Kanal, sondern aktiviert auch die Glocke, damit ihr meine Videos in Zukunft nicht mehr versäumt. Ja, und wenn ihr mehr über Gummis erfahren wollt, dann findet ihr in meinem Blog auf www.bikeontour.com noch jede Menge andere Reifenberichte zum Nachlesen.